Weißt du... Als ich nach dem Vorfall im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich mir lange eine Frage gestellt. Wieso hat mein Vater Sephiroth damals bis in den Makoreaktor verfolgt? Es ist ja nicht so, als hätte er jemals was gegen ihn ausrichten können. Und so war es dann ja auch. Ich ging nach Midgar, wo ich mich eine Weile allein durchschlug. Und plötzlich verstand ich ihn. Er hat aus Wut gehandelt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht und überwunden hatte, kam Sephiroth und zerstörte das Leben, das er sich so hart und unter Mühen aufgebaut hatte. Er war wütend. Und diese Wut hat ihn angetrieben. Verstehe. Und genau wie er habe ich damals meine Trauer, meine Einsamkeit, all das habe ich in Wut verwandelt. Und bin am Ende Avalanche beigetreten. Das Problem ist nur, dass Wut irgendwann vergeht. Sie wurde durch Zweifel und Sorgen ersetzt. Plötzlich stellte ich Avalanches Methoden in Frage. Das war übrigens genau die Zeit, in der ich dich wieder getroffen habe. War wohl Schicksal. Das glaube ich auch. Es ist viel passiert. Aber es war die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Denn jetzt weiß ich, dass sie das Dorf neu aufgebaut haben. Um es aussehen zu lassen, als wäre nie etwas geschehen. Damit kommen sie nicht durch. Sephiroth. Shinra. Ich hasse sie alle.